Schönen guten Tag, Herr Scholl. Wie sehen Sie die Prognosen vor dem Spiel? Ja gut, nachdem wir jetzt im ersten Spiel unglücklich 5-4 verloren haben, erwarten wir jetzt natürlich im Auswärtsspiel zumindest mal, dass wir mit einem Zähler mit nach Hause fahren, mitnehmen. Am liebsten natürlich 3. Aber man kann es ja nicht planen. Komm!
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Die Bilanzen nach dem Spiel von Ihnen? Ja, also ich denke in der ersten Halbzeit, wir haben alles in allem haben wir eigentlich hochkonzentriert agiert, haben das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir zu 100% umgesetzt und das nicht nur bis zum deutlichen Sieg, 5-1 würde ich jetzt mal sagen, da, sondern daraufhin auch weiterhin sind wir dann taktisch gesehen, haben da immer das Gleiche gemacht, immer 100% des umgesetzt, was wir halt auch tun wollen. Und das ist schon mal ein Schritt vorwärts für uns. Ja, wenn man zu Hause 1-7 verloren, dann gibt es nicht viel zum Besprechen. Ne? Eine katastrophale Leistung von uns. Ne? Wir haben 0-1 gekriegt, dann haben wir 1-1 gemacht, haben wir ins Spiel gekommen und dann 1-2 war eine Ausrutscher. Ne? Von meinen Abwehrspielern und dann macht die 2-1. Dann ist Halbzeit gekommen, dann kommen wir raus, dann machen wir Druck, müssen wir 2-2 machen. Und dann natürlich von einem Eckball bringen wir 3-1 und dann muss ein Spieler verletzt raus aus dem Platz. Und dann haben wir mit einer sehr guten Stürmer zu tun. Und dann Wenn man so spielt, dann kommt das raus. NBW. Energie braucht Impulse.